Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Wir wollen eine Übungsaufgabe rechnen zum Thema Volumenarbeit idealer Gase, also die Frage beantworten, wie viel Arbeit benötigt wird, um ein Gas zu komprimieren oder wie viel Arbeit frei wird, wenn ein Gas expandiert. Volumenarbeit von Gasen ist ein zentraler Punkt für jeden Verbrennungsmotor. Die Grundlagen hierzu werden wir in dieser Übungsaufgabe ansprechen. Wir haben 2 Liter eines idealen einatomigen Gases, zum Beispiel Argon. Wir haben dieses Gas bei 2 Bar und 4 Kelvin. Das ist unser Ausgangszustand, Index 1. Der Zustand dieses Gases wird jetzt in mehreren Prozessen verändert. Zunächst wird das Gas isotherm reversibel auf 4 Liter expandiert. Dann wird das Gas isochor bei konstantem Volumen auf 800 Kelvin erwärmt. Dann wird das Gas isotherm auf 2 Liter komprimiert und anschließend isochor wieder abgekühlt auf den Ausgangszustand. Das Gas durchläuft einen Kreisprozess. Es kommt in seinen Ausgangszustand zurück. Wir wollen alle Zustandsgrößen der einzelnen Zustände 1 bis 4 ermitteln. Wir stellen dazu eine Tabelle auf. In dieser Tabelle markieren wir die Zustände als Spalten 1, 2, 3. Und 4. Und die Prozesse, die Zustandsänderungen, als die Spalten römisch 1, römisch 2, römisch 3 und römisch 4. Die Zeilen entsprechen den Zustandsgrößen P, V und T sowie den Prozessgrößen W und Q. Wir tragen zunächst die gegebenen Größen ein. Wir starten bei 2 Bar, 2 Liter und 400 Kelvin. Damit ist der Anfangszustand eindeutig bestimmt. Im Prozess römisch 1 wird das Gas isotherm expandiert. Das Volumen wird auf 4 Liter verdoppelt. Dann wird isochor bei konstantem Volumen die Temperatur auf 800 Kelvin erhöht. Dann wird isotherm komprimiert auf 2 Liter. Soweit die Angaben in der Aufgabe. Wir werden jetzt Schritt für Schritt die fehlenden Angaben ergänzen. Prozess römisch 1 ist isotherm, also haben die Zustände 1 und 2 die gleiche Temperatur. Prozess römisch 2 ist isochor, Zustand 2 und 3 haben das gleiche Volumen. Prozess römisch 3 ist wieder isotherm, Zustand 3 und 4 haben die gleiche Temperatur. Und damit sind schon einige Angaben ergänzt. Prozess römisch 1 ist isotherm. Nach Boyle-Mayotte ist damit das Produkt P mal V gleich konstant. Ganz konkret P1 V1 gleich P2 V2. 2 bar mal 2 Liter müssen 4 Liter mal x bar entsprechen. Der Druck des Zustands 2 ergibt sich zu 1 bar. Prozess römisch 2 ist isochor. Wir können das Gay-Lussac'sche Gesetz anwenden. Druck P durch Temperatur T ist konstant. P2 durch T2 gleich P3 durch T3. P3 durch 800 Kelvin ist 1 bar durch 400 Kelvin. Die Temperatur wird verdoppelt, also verdoppelt sich auch der Druck. Der Druck beträgt 2 bar im Zustand 3. Für den isothermen Prozess römisch 3 gilt wieder Boyle-Mayotte, P mal V gleich konstant, 2 bar mal 4 Liter gleich x bar mal 2 Liter, der Druck beträgt 4 bar im Zustand 4. Somit haben wir alle Zustände vollständig beschrieben. Wir berechnen nun die Stoffmenge des Systems nach der idealen Gasgleichung P mal V gleich N mal R mal T. Wir erhalten N gleich 0,12 Mol. Jetzt werden wir die Prozessgrößen ausrechnen. Arbeit und Wärme sind keine Zustandsgrößen, sondern sind Formen der Energieübertragung. Die Berechnung von isochoren Prozessen ist besonders einfach. Hier ist die Volumenänderung gleich 0 und damit auch die Volumenarbeit gleich 0. Für Prozess römisch 2 und römisch 4 können wir entsprechend für die Arbeit den Wert 0 einsetzen. Die Arbeit wird den Prozessen zugeordnet, nicht den Zuständen. Allgemein gilt der erste Hauptsatz,
dU gleich dW plus dQ. Wenn dW gleich 0 ist, bleibt dU gleich dQ und wir können aus der Temperaturänderung dT die Wärme dQ als CV dT ermitteln. Wir benötigen dazu noch die Wärmekapazität CV. Für die isothermen Prozesse römisch 1 und römisch 3 können wir die Formel für die isotherme reversible Volumenarbeit NRT LNVE durch VA benutzen. Die Stoffmenge haben wir berechnet, auch die restlichen Größen sind bekannt. In PV-Diagrammen kann man die Volumenarbeit als Integral ablesen. Zwischen den Zuständen 2 und 4 sowie 4 und 1 ist das Integral erwartungsgemäß gleich 0. Isochore Prozesse. Zwischen 1 und 2 und 3 und 4 existieren Integrale unter den Hyperbeln. Die grüne Fläche entspricht der Arbeit W römisch 1. Zur Berechnung müssen wir die eben genannte Gleichung verwenden. Wir können darin nRT durch P mal V substituieren. Wir berechnen die Arbeit zu W römisch 1 gleich minus 277 Joule. Das Gas expandiert, gibt 277 Joule an die Umgebung ab. Die Arbeit W römisch 3 von Zustand 3 nach 4 entspricht einer Kompression. Die Arbeit muss von der Umgebung geleistet werden. W römisch 3 ist vom Betrag her deutlich größer als W römisch 1. Die Berechnung erfolgt mit einer ähnlichen Gleichung, entweder mit nRT3 oder mit P3 mal V3. Wir erhalten wie erwartet einen positiven Wert, W römisch 3 gleich 554 Joule Kompressionsarbeit. Wir vervollständigen unsere Tabelle. Wir wollen jetzt die Wärmemengen in der Tabelle ergänzen. Bei isothermer Kompression und Expansion ist dU gleich 0. Ein ideales Gas besitzt bei konstanter Temperatur eine konstante innere Energie. Der Betrag der Wärme ist demnach gleich dem Betrag der Arbeit. Wir können also auch die Wärmen Q römisch 1 und Q römisch 3 ergänzen. Die Wärmen entsprechen den negativen Arbeiten. Beim Prozess römisch 1 werden 277 Joule Wärme aufgenommen. Beim Prozess römisch 3 werden 554 Joule Wärme abgegeben. Wir können die Wärme für die Prozesse römisch 2 und römisch 4 mit der Gleichung CV mal Delta T berechnen. Die molare isochore Wärmekapazität eines einatomigen Gases ist 3 halbe R, denn das Gas besitzt nur 3 Freiheitsgrade der Translation. Nach Multiplikation mit N erhalten wir die Molwärme CV. Wir setzen die Zahlen ein. Temperaturdifferenz für den Prozess römisch 2 beträgt plus 400 Kelvin, für den Prozess römisch 4 minus 400 Kelvin. Wir erhalten Q römisch 2 gleich plus 600 Joule und Q römisch 4 gleich minus 600 Joule. Wir berechnen die gesamte Änderung der inneren Energie, Delta U, nach dem ersten Hauptsatz durch Addition von Arbeit und Wärme. Delta U römisch 1 gleich 0, Delta U römisch 2 gleich 600 Joule, Delta U römisch 3 gleich 0, Delta U römisch 4 gleich minus 600 Joule. Bei unserem Kreisprozess summieren sich die Delta U-Werte zu 0. Ganz allgemein gilt es für jeden Kreisprozess, die Änderungen der Zustandsgrößen summieren sich zu 0. Demgegenüber summieren sich die Prozessgrößen Arbeit und Wärme nicht zu 0. Das Kreisintegral von Prozessgrößen ergibt nicht zwangsweise 0. In unserem Fall addieren sich die Arbeitsbeträge zu plus 277 Joule. Insgesamt wird also Arbeit aufgenommen. Die Wärmebeträge addieren sich zu minus 277 Joule. Insgesamt wird also Wärme abgegeben. Wir haben hier eine Maschine diskutiert, die bei einem Zyklus 277 Joule Arbeit in 277 Joule Wärme umwandelt. Danke fürs Zuschauen. Wiedersehen.